soweit. Wir feiern den Neujahrsempfang 2020. Die Marktgemeinde Lebring, St. Margarethen, die hat wirklich letztes Jahr sehr viel geschafft, 2019, und blickt jetzt sehr positiv diesem Jahr 2020 entgegen. Wir werden heute den Bürgermeister sprechen, den Herrn Vizebürgermeister. Es gibt viele Ehrungen, ja, und es gibt viele interessante Informationen für die Bürger und Bürgerinnen. Und somit sage ich einmal viel Spaß und gute Unterhaltung beim Zuschauen. Das hat jeder mitgekriegt, das war uns im Lebring nicht so wenig, das war sehr viel. Wasserleitung und Straßenanordnung, Aufwandweg und Überflugweg, haben wir wirklich mitgekriegt, die Großgrundbücher in der Wallraum. Die Brechthauptfassung haben wir abgeschlossen. Wir haben einen Heizplan erarbeitet und haben uns mitgekriegt, jeden Haushalt haben wir Namen zugestellt bekommen, sodass wir sozusagen in Sicherheit haben, sollte wirklich was passieren. Projektentwicklung Bikepark, da werden wir heute starten. Das ist immer recht, und das viele beneiden. Da war ich also noch bei Clara, vielen herzlichen Dank, dass wir die 6% Förderung bekommen. Da werden wir dann starten. Im Bußpark Langleben, da war ein Bericht, Projekt wurde auch gestartet. Die Laufbahn der Mittelschule wurde erneuert. Die zweite Kinderkrippe, ich habe schon Leiterin gesagt, so wie der Schimmelberg, ich möchte, dass jedes Kind, das eine Kinderkrippenplatz im Leben braucht, einen bekommt. Wir haben das durchgezogen, wir haben jetzt vor ein paar Tagen mit der neuen Krippe gestartet. Aber es gibt, glaube ich, wenig Gemeinden, wo jedes Kind einen Kindergartenplatz bekommen hat. Und das haben wir gemacht. Wir haben ein Industriegrundstück gekauft. Auf der anderen Seite haben wir den Teil verkauft. Und das sind die Immobilien, wo Wohnungen gebaut werden. Wir haben die Multisportanlage saniert. Neubau, Schutzwasserkanal, Gewerbe in Ost, Wasserleitungssanierung in der Römerstraße, Teilstraßensanierung im Südbahnhof. Also da ist einiges passiert. Wir haben in den letzten 5 Jahren aufgrund tüchtiger Geschäftsführer, Firmeninhaber, Mitarbeiter die Kommunalabgabe, die Kommunaleinnahmen von 1.186.000 auf 1.860.000 erhöht werden. Und es ist ja so, dass Sie nach wie vor mit einigen Firmen in Kontakt sind und ich gehe davon aus, dass es in einigen Jahren 2,5 Millionen erreichen wird. Wir haben vom Herrn Bürgermeister schon gehört, vor allem im letzten Beitrag, wo es um die Finanzen gegangen ist, dass es unserer Marktgemeinde Gott sei Dank sehr gut 2020 ist auch ein Kulturjahr wiederum für uns in 2 Rhythmus und wir haben ein sehr umfangreiches Kulturprogramm für Sie zusammengestellt, verteilt auf das gesamte Jahr. Wir haben versucht, für alle Geschmäcker und für alle Altersstufen kulturelle Veranstaltungen zu planen, dass man so ein Programm zusammenbringt und dass dann so ein Kulturkalender entsteht. Da gibt es eine Person, die macht fast alles. Die stellt den Kontakt zu den Künstlern her, fixiert die Termine, fixiert die Gagen, stellt das Programm zusammen, so dass dann der Robert Kappel, ein herzliches Dankeschön an ihn, dieses Kulturprogramm auch in Form bringen kann und gut drucken kann. Dafür sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Dann alles nachschauen, wenn man wo irgendwas braucht, wo man hingehen muss und wo man sich hinwenden muss. Ein herzliches Danke gilt da der Firma Movenus mit Andi Krasser, die uns diese Broschüre sehr, sehr professionell gestaltet hat. Wenn man in der Broschüre blättert und wenn man das liest, dann kriegt man so richtig Lust auf Leben in St. Margarethen. Wir haben auch einen Kinder- und Jugendgemeinderat bei uns in unserer Marktgemeinde schon seit einem Jahr, den wir als Marktgemeinde finanzieren. Und wir sind so stolz darauf, dass heuer am 6. Juni der Landestag der Kinder- und Jugendgemeinderäte Land Steiermark hier in Lebring, St. Margarethen stattfinden wird. Wir haben, wie schon gesagt, eine zweite Kinderkrippe eröffnet, weil es für uns kein Kind geben soll, das keinen Krippenplatz hat. Wir fördern Lehrlinge, wir fördern Lehrplätze mit 70 Euro pro Monat
Wir haben eine Musikschulförderung von 50% für Schülerinnen und Schüler der Musikschule. Wir haben Bläserklasse in der Volksschule eingerichtet, haben dafür die Instrumente gesponsert als Marktgemeinde Lebring St. Margarethen. Und wir sponsern auch die Spielmusikgruppen in der neuen Mittelschule und in der Volksschule. Warum werden wir die Welt ändern? Wir werden wirklich stolz sein, dass wir funktionieren in Gastronomie. Da brauchen wir Leidenschaft, da brauchen wir Herzblut. Und für mich sind, so, sind die Wildungen die Seele des Gasthauses. Wieder an die Spitze des Bezirkes Leibniz, was die Finanzwirtschaft betrifft, wie eine positive Finanzwirtschaft und die Finanzregel ist zurückgekehrt und hat diese Position nach wie vor inne. In der Stadtgemeinde Leibniz ist die Stadtgemeinde Leibniz, auf der Geräte, die einzige Gemeinde des Bezirkes, die eine Eindämmergemeinde ist. Und der Bürgermeister Franz der Rucker hat ja vor vielen, vielen Jahren ein leeres Ziel postuliert, was ja ziemlich ungenau erreicht hat. Er möchte so viele Arbeitsplätze wie Gemeindebewohner haben. In dieser Situation sehr speziell gefreut ist, dass es keine Insellösung sein soll, die da jetzt entsteht, sondern dass auch die Mitwirkung des Herrn Bürgermeister Schnabel aus Mann jetzt noch etwas Größeres passieren kann und nicht an kleinen Lösungen gearbeitet wird, sondern ein gesamtes Konzept entstehen kann, dass das Zusammenleben von Wirtschaft und einem lebenswerten Leben möglich machen soll. Wir kriegen eine Aufgabe an unseren Kunden gestellt, etwas zu prüfen, zu testen. Bauhaus zusammen in der Industrie, sei es ein Dampfdeckel, sei es ein Reklamierer, sei es eine Jägermeisterflasche zu befüllen, sei es Betriebe zu bauen. All diese Dinge machen wir, weil wir bauen sie nicht, unsere Kunden bauen sie. Wir gewährleisten nur, dass sie bauen können und dass die Qualität des Lebens ist. Ja, Projekte 2020. Nur dann erhöhen wir die Marktstärke nach, da wird der Regel Richtlinien, wo wir als Vortrag 100 haben. Oberflächen besser und Leitweg, die Brücken einzuwechseln, das haben wir jetzt auch, das haben wir eigentlich nichts Verhandlung gehabt, kommen wir jetzt in der 80% im Förderung. Und natürlich die Straßenerneuerung von der Parklinie bis zum Anwesen von Familie Schöpfer. Die Sanierung der Römerstraße und des Autobahnbegleitweges von der Verfügung Autobahnmeisterei bis Bahntrasse des Autobahnbegleitweges sowie der Römerstraße bis zum Beginn der KGS. Sanierung der Kinderspielplätze immer länger sowie Erweiterung für den kleinen Kinderbereich. Standort mit dem Wagen-Lebring, vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit mit Herrn Schnabel. Da sollen wir im vorigen Jahr auch die Verbindung des Rad- und Gehweges noch lange schaffen. Das sind im Großen und Ganzen die großen Ziele, die wir im heutigen Jahr vorhaben. Wir ist es endlich, wie auch bei anderen Haushalten und auch bei mir. Und deshalb möchte ich mich ganz besonders bei meiner Frau bedanken.